So, dann nochmal einen schönen guten Abend zum Chart-Webinar am 4. April. Risikohinweis ist soweit bekannt. Was neu ist, ist, wir haben das ein bisschen abgeändert. Alles neu macht der April, sage ich jetzt mal. Kerzentrend und Sentiment heißt das. Chart-Webinar ab jetzt. Eigentlich nur eine andere Überschrift, aber Vorteil ist für euch, ihr könnt euch natürlich jetzt auch immer schon für den Termin am Dienstagabend anmelden. 19 Uhr jeweils dienstags werfen wir einen Blick auf die Kerzen, auf den Trend und auf die Stimmungslage an den Börsen. Natürlich immer auch so ein bisschen mit einem Schwerpunktthema. Das habe ich jetzt hier mit aufgenommen einfach mal, womit ich heute mich verstärkt beschäftigen werde. Natürlich Stimmungslage ist jedes Mal mit dabei. Ein Marktscan jetzt zum Auftakt des zweiten Quartals. Also wie sieht es aus beim Gold, Euro, Dollar, Öl und unserem Risikoindikator natürlich auch dem Dollar, japanischen Yen. Auch mit dabei, dann natürlich ein verstärkter Fokus auf den DAX. Habe da ein paar statistische Auswertungen gemacht. Kann auch jeder übrigens von euch selbst auch nachvollziehen. Wenn man so ein bisschen was in Excel drauf hat, dann passt das schon. Q2, Halbjahresauswertung, Jahresbilanz. Welche Signale sendet ein starkes Q1? Und dann wollen wir natürlich auch zum Auftakt mal und schnell alle DAX-Aktien durchsehen. Also ihr merkt schon, volles Programm, was wir heute wieder vor uns haben. Aber das sollten wir auch schaffen in den nächsten 60 Minuten, soweit kein Problem. Der DAX, wenn man sich den mal anschaut, tja, zu Wochenbeginn knapp vorbeigeschrammt an der Rekordmarke 12.390, fehlten so ungefähr 14 Pünktchen nur noch, dann hätten wir es geschafft, aber ist uns bisher mal verwehrt geblieben. Was bleibt festzuhalten? Mal wieder so eine typische Bewegung, wie wir sie hier gesehen haben, der DAX pendelte so rund 3-4 Wochen in einer engen Spanne seitwärts, also hier diese Range von 11.920 Pi mal Daumen Unterseite, 12.080 Oberseite, also eine enge Kiste. Und was dann passiert, ist einfach, irgendwann wird so eine Seitwärtsspanne nach oben hin aufgelöst. Und je enger und länger so etwas andauert, desto kräftiger dann der anschließende Impuls. Genau das ist dann hier sehr schön passiert mit der Kerze am vergangenen, das war es gewesen, 28. Ich glaube, der Dienstag, genau, vergangenen Dienstag, ja, hatten wir ja noch mitgenommen. Ausbruch nach oben und dann eigentlich die Höhe dieser Formation, dieser Seitwärtsbewegung nach oben gespiegelt, wurde so ungefähr als Kursziel abgearbeitet. Damit sind wir dann ganz knapp hier mal unter der Rekordmarke gelandet. Pendeln jetzt ein bisschen darunter. Das hat natürlich auch viel damit zu tun. Ich hatte es ja schon gesagt, im Dunstfeld des Rekordhochs ist es natürlich schwierig, dass hier erstmal noch sehr viele neue Käufer in den Markt reinkommen. Nicht ganz einfach auf der Hand. Wer will schon gerne am Rekordhoch kaufen? Niemand. Ne? Da hat man ein schlechtes Gefühl. Und diejenigen, die drin sind, sagen sich, naja, gucken wir mal, vielleicht steigen wir ja noch knapp über Rekord und dann steige ich vielleicht aus peu à peu. Das heißt also, es trifft wenig Nachfrage im Augenblick auf den Markt, weil viele erstmal zurückhaltend sind. Auf der anderen Seite geben auch kaum Investoren Stücke ab. Und das Ergebnis ist dann, dass wir jetzt hier erstmal so ein bisschen gemütlich eingerichtet haben im Bereich der 12.300er und darum fluktuieren. Also ist natürlich alles eine sehr stark auch psychologische Kiste jetzt und daher ist die Umfrage natürlich jetzt auch extrem spannend. Wie seht ihr den DAX in der kommenden Woche? Jetzt muss ich nochmal gerade sehen, es gab hier nämlich gerade eine Umstellung beim bei der Webinar-Software und da wurde jetzt meine alte Frage nämlich gerade gelöscht. Muss ich mal eben wieder eintragen. Der DAX in einer Woche. So, mal eben die Frage einstellen. Speichern. Und jetzt sollte auch die Umfrage dann wieder zur Verfügung stehen. Und die starte ich jetzt mal so. Jetzt müsstet ihr vor euch wieder die schon bekannte wöchentliche Umfrage sehen hier zum Webinar. Wie schätzt ihr den DAX ein? Auf Sicht jetzt von 5 Handelstagen, also bis zum nächsten Chart-Webinar am kommenden Dienstag, steht er dann höher oder tiefer? Wir sind jetzt heute rausgegangen, 12.282 Punkte. Und damit hat sich das durchgesetzt, was ihr in der vergangenen Woche auch gesagt hattet. 57% waren davon ausgegangen, der DAX wird zulegen im Wochenvergleich, lag also richtig hier im Sentimentbild. Und ja, ich schaue mal, wenn jetzt schon sehr viele abgestimmt haben, ja, 80% haben schon abgestimmt, dann kann ich die Umfrage auch allmählich schließen. So,
85% haben abgestimmt. Das Ergebnis ist traurig. 51% steigende Kurse, 49% gehen davon aus, der DAX wird tiefer stehen. Also ein ausgewogenes Verhältnis. Ja, das überrascht mich jetzt nicht ganz so sehr, denn ich hatte es ja schon gerade eben angedeutet. Viele eben sind jetzt investiert und sagen, ich gebe erstmal noch keine Stücke aus dem Markt. Andere, die rein wollen, warten erstmal ab. Unterm Strich warten beide ab. Also so ein ausgewogenes Kräfteverhältnis, was wir hier im Augenblick im Sentimentbetrachtung hier im Chart-Webinar haben. Sowas Ähnliches können wir auch hier feststellen beim Sentiment der Börse Frankfurt. Das ist ja auch wöchentlich veröffentlicht wird. Hier seht ihr es. Ein bisschen eine Stimmungsaufhellung, die wir jetzt gesehen haben bei den institutionellen Investoren und bei den Privatanlegern hier. Sentiment der Börse Frankfurt ist wieder leicht in den positiven Bereich reingedreht, aber das ist noch nicht wirklich viel. Also die Unsicherheit hier gerade in Deutschland ist doch relativ hoch. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir hier in den USA zuletzt einen deutlichen Stimmungswandel gesehen haben. Also hier, ah Moment, ich muss mal eben so Bildschirm aktivieren. Jetzt sollte der Bildschirm wieder da sein. Besten Dank für den Hinweis. Habt nicht viel verpasst, aber danke. Hier die erste Folie, also das Stimmungsumfragebild hier in der Börse Frankfurt. Leichte Aufhellung, aber noch nicht wirklich signifikant, was entscheidend ist. Wir haben jetzt hier endlich das gesehen, was ich eigentlich auch schon längere Zeit mal in den USA erwartet habe. Hier die Profis, ihr seht es, die blaue Linie, deutlich nach unten gegangen. Wir sind jetzt beim Stimmungsbild der nordamerikanischen Fondsmanager auf das tiefste Niveau seit Ende Oktober 2016 gefallen, also kurz vor der Präsidentschaftswahl. Die Profis in den USA haben langsam auch mal realisiert, dass Donald Trump wohl nicht so einfach durchregieren kann, dass es hier Probleme geben wird, dass er diese ganzen vollmundigen Versprechungen mit Infrastrukturprogrammen, Steuersenkungen und so weiter und so fort nicht innerhalb kurzer Zeit umsetzen kann, vor allen Dingen nicht in den ersten 100 Tagen seiner Präsidentschaft, das läuft ja Ende April ab, ich glaube am 29. April, sondern das Ganze verschiebt sich in den Sommer hinein. Und wenn das erstmal im Sommer ist, gehe ich jetzt schon fest davon aus, wird es auch noch weiter nach hinten gehen. Das heißt, einen stärkeren fiskalpolitischen Impuls, so wie man ihn sich erhofft hatte für das Frühjahr, den werden wir vorerst nicht sehen. Die Börsen müssen vorerst auch jetzt erst einmal auf eigenen Beinen stehen. Das heißt, jetzt müssen die Konjunkturdaten reinkommen, die gut sein müssen. Jetzt müssen auch die Unternehmensergebnisse, Stichwort Quartalssaison, beginnt in den USA auch Ende des Monats zum ersten Quartal. Auch die Daten müssen jetzt mindestens den Prognosen entsprechen, wenn nicht sogar leicht besser ausfallen. Und deshalb ist hier jetzt auch das Stimmungsbild in den USA sich schon mal etwas eingetrübt. Ist einhergegangen jetzt auch hier mit einer leichten Konsolidierungsbewegung am S&P. Ist noch nicht viel passiert. Wir stabilisieren uns im Augenblick noch auf dem erhöhten Niveau. Aber wichtig schon mal, der überbordende Optimismus bei den nordamerikanischen Fondsmanagern, der ist schon mal weg. So, was wir hier sehen bei den Privatanlegern, deutliche Zunahme bei den Bärenlagern. 37% rechnen im Augenblick auf Sicht von 6 Monaten mit fallenden Kursen am US-Aktienmarkt. Bullisch und neutral sind nur noch 30% eingestellt. Also zunehmende Skepsis, die wir sehen bei den Wall Street Investoren. Und das ist natürlich auch verständlich angesichts der ganzen Probleme, vor denen wir stehen. Stichwort hier vor allen Dingen, ich habe hier die Terminliste mal neu gemacht, 28. April, der US-Kongress muss ein neues Haushaltsgesetz verabschiedet haben. So, sollte das nicht passieren, von der Nacht auf den 28. und 29. April gibt es mal wieder einen Government-Shutdown. Das heißt also, die Ausgaben müssen kräftig gekürzt werden. Wir erinnern uns noch daran, das war im Herbst 2013 das letzte Mal gewesen. Auch da gab es diesen Government Shutdown und auch da gingen die Aktienmärkte schon im Vorfeld in eine Konsolidierung, ja sogar in eine korrektive Bewegung über. Der S&P büßte mal so in mehreren Schwüngen 5-7% ein und das ist jetzt auf jeden Fall mal so ein Problem, was viele noch nicht so richtig auf der Agenda haben, weil sie ja eben dachten, Donald Trump kann ja durchregieren in beiden Kammern. Da gibt es keine Schwierigkeit, aber diese ganze Geschichte ist noch längst nicht in trockenen Tüchern, also auch ein neues Haushaltsgesetz, bis das erstmal verabschiedet ist. Da wird es noch sehr viel Überzeugungsarbeit geben müssen. So, und dann haben wir natürlich hier auch in Europa, 23. April, Präsidentschaftswahl, erste Runde, rückt natürlich auch allmählich näher. Auch da will man sich natürlich nicht auf den falschen Fuß erwischen lassen. Es gibt so ein paar
die jetzt schon sagen, naja, politische Börsen, Vorsicht, ne, vergangenes Jahr haben wir ja mehrfach schlechte Erfahrungen damit gemacht. Und auch jetzt, auch wenn die Stimmungsumfragen, sage ich mal, in Frankreich ganz klar davon nicht mehr darauf hinweisen, dass Marine Le Pen es gewinnen wird, dennoch hier Vorsicht erst einmal angebracht. Die EZB-Sitzung haben wir auch noch am 27. April und kurz davor, ich glaube 22. April, gibt es noch ein OPEC-Meeting. Also ihr seht, vom 22. bis 28. April haben wir ein extrem volles Programm schon im April und da muss man auf jeden Fall vorsichtig sein. Also auch jetzt die europäischen Aktienmärkte, die ja zuletzt wirklich gut gelaufen sind, die relative Stärke gezeigt haben gegenüber den US-Aktienmärkten, ja, muss man jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen mit Vorsicht drauf schauen. So, gucken wir uns mal an, jetzt zum Auftakt des ersten Quartals. Wie ist hier die Ausgangslage? Ich beginne das Ganze erstmal von den Rohstoffen, gehe dann so ein bisschen rüber, Devisenmärkte und dann zum Schluss natürlich die Aktienmärkte. Gucken wir uns hier die Rohstoffe an, nur schnell drüber gegangen. Palladium, Blei, Aluminium, also so ein paar, ich sag mal in Anführungszeichen, zyklische Rohstoffe haben sich sehr gut entwickelt. Im ersten Quartal waren die Gewinner gewesen. Gar nicht so gut lief es hier zum Beispiel für Brent und WTI, also die beiden Ölsorten, standen doch relativ deutlich unter Druck. Ja, das ist nicht großartig, eigentlich überraschend, denn ja, worum ist es letztlich gegangen? Wir haben ja zunächst einmal auch einen kräftigen Anstieg mal gesehen bei den Rohölpreisen. Wenn man jetzt ausgehend vom Tiefsicht das Ganze betrachtet, danach eine größere Konsolidierungsbewegung. Ich zeige euch hier den Chart. So, und zuletzt ist dieser ganze Optimismus, der ja vor allen Dingen einhergegangen ist mit den OPEC-Produktionskürzungen, deutlich rausgegangen. Wir hatten jetzt hier im ersten Quartal einen Brent-Rückgang gesehen von 7%, bei WTI 6%. Das war zugleich einer der schlechtesten Quartale, also den größten Monatsrückgang sogar im März seit Juli 2016. Der letzte Anstieg, den wir hier gesehen haben, zuletzt an der 200-Tage-Linie, sorgte für eine Stabilisierung. Fakt ist aber, wenn man sich das Ganze einfach mal anschaut, auf der einen Seite haben wir hier so ein bisschen die Fantasie dahingehend, dass die OPEC wohl eine Verlängerung der Produktionskürzungen über März 2017 hinaus wohl beschließen wird. Aber damit einhergehen weiterhin Marktanteilsverluste und in den USA reiben sich die Betreiber von Ölbohrlöchern natürlich die Hände, denn es wird weiterhin kräftig in den USA aus dem Boden Öl gefördert. Wir haben im gesamten ersten Quartal einen Zuwachs gesehen von 137 aktiven Ölbohrungen, also knapp 11 pro Woche. Das ist der stärkste Quartalsanstieg gewesen seit 6 Jahren. Die US-Ölproduktion wird weiter ansteigen und sie deckelt hier ganz einfach die Preisfantasie beim Ölpreis. Also hier beim Brent, bei WTI sieht es genauso aus. Und das habe ich ja auch schon, sage ich ja seit Wochen und Monaten. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir am Ölmarkt eine Blaupause sehen, wie hier die Entwicklung auch Ende 2009, Anfang 2010 gewesen ist. Also erst einmal für 1,5, 2 Jahre eine Seitwärtstendenz. Auf der Oberseite gedeckelt das Ganze aufgrund eben der steigenden Ölproduktion, der Schieferölproduktion in den USA, was ja auch von Donald Trump massiv unterstützt wird. Es wurden ja hier entsprechende strengere Regularien wieder gecancelt. Das heißt also, sie haben wieder mehr Freiheiten, auch Öl aus den US-Ölbohrlöchern rauszunehmen. Damit ist Brent auf der Oberseite für mich gedeckelt im Bereich der 57 bis ungefähr 60 Dollar je Barrel. Auf der Unterseite haben wir eine gute Unterstützung bei 44, 45, 46 Dollar. Das ist dieser Preisbereich hier. Liegt auch klar auf der Hand. Die OPEC-Produktionskürzungen bewirken natürlich hier zumindest mal eine Stabilisierung auf das Angebot auf den Weltmärkten. Und das Ergebnis ist also klar. Wir sind jetzt zunächst einmal beim Ölpreis in einer Preisrange gefangen. Und die kann man, wie gesagt, eng zusammenziehen zwischen 46 und 58 Dollar je Barrel. Das heißt also, immer wenn wir hier eine Grenze anlaufen, kann man zumindest mal auf eine Bewegung entsprechend der Gegenseite dann sehen. Also sollte Öl wieder hier bis in den Bereich um 57, 58 laufen, Gegenposition einnehmen, Short mit Ziel 50 oder 45, fallen wir hier unten hin, Gegenposition eröffnen, 45, einsteigen bei 45 bis 47 Dollar je Barrel und Zielbereich dann wieder 55, 58. Also kann man sehr schön eigentlich so eine Trading Range
Handeln hat den Vorteil, man kann einen Stopp relativ engmaschig hier dran ziehen, also an die Außengrenzen dieser Range und geht dadurch relativ wenig Risiko ein. Und das führt dann zu einem sehr attraktiven Chance-Risiko-Verhältnis. Ich gucke mal eben in die Fragenbox rein. Was ist denn dann so ein Move nach oben? Bei Ausbruch, wohin ein Ausbruch stattfinden würde beim Ölpreis, wenn ich da eine Prognose abgeben könnte? Kann ich nicht. Ganz ehrliche Antwort, ob der Ölpreis hier die Range nach oben oder unten verlassen wird, kann ich im Augenblick keine wirklich zuverlässige Prognose zu abgeben, was hier leicht zu favorisieren wäre. Das hängt auch ganz stark davon ab, was man erwartet, wie die Weltwirtschaft sich entwickelt. Im Augenblick gehe ich davon aus, sie wird sich 2017 einfach so durchhangeln. Sollte natürlich die Weltwirtschaft anziehen, aber ein Ausbruch nach oben, kippen wir eher in Richtung Rezession, wäre es ein Ausbruch nach unten. Ja. Also einfach hier die Grenzen natürlich berücksichtigen, beachten, sollten die nachhaltig verlassen werden, dann kommt es zu einer entsprechenden Bewegung nach oben oder unten. Und zwar dann wird wahrscheinlich mal die Höhe dieser Trading Range nach oben abgearbeitet. Das wäre dann entsprechend hier so ein Zielbereich nach oben $75. Oder wenn man jetzt hier die Höhe nach unten abtragen würde, jetzt muss ich das mal eben so basteln, zack, das nach unten abgetragen, Zielbereich 2016er Tief um die 35 bis 37, dann das wäre so die Höhe abgetragen. Das wären dann mögliche Kursziele für Brent. Aber im Augenblick richtet sich beides eher auf Seitwärtstendenz aus. Gut, gehen wir auf die andere Seite rüber, wenn wir hier schon sind. Ich muss mal eben gucken, was haben wir hier noch? Natürlich Rohstoffe, auch ein wichtiger Faktor wiederum für, ist da der ein wichtiger Einflussfaktor, ist dann natürlich auch die Entwicklung des US-Dollars. Die wichtigen Rohstoffe weltweit werden ja in Dollar abgerechnet. Steigt der Dollar an, also hier der Währungskorb, der Dollarindex, dann ist das natürlich negativ für die Rohstoffe. Ihr seht hier sehr schön den inversen Zusammenhang, ne? Steigender Rohstoffpreise, fallender US-Dollar, steigender US-Dollar, fallende Rohstoffpreise. Also immer darauf achten, alles hängt mit allem zusammen, vor allen Dingen die Rohstoffe sehr stark auch mit der Entwicklung US-Dollar, ja, US-Dollar-Euro. Ist ja hier ein Schwergewicht in diesem Währungskorb, im Dollar-Index. Also da vor allen Dingen darauf achten, das eignet sich eigentlich ganz gut. Das ist schon zum Aktienmarkt. Ich hatte es jetzt angesprochen. Der US-Dollar ist natürlich wichtig, nicht nur für den Ölmarkt, sondern natürlich auch für Gold. Hier einfach mal der kurze charttechnische Blick auf den Goldpreis. Da sind wir in einer doch sehr interessanten Ausgangslage. Gold ja seit Jahresbeginn auch zu den Gewinnern. Hat rund 7% zugelegt. Ich glaube 15% haben wir bei Silber. Palladium mal rund 16-17%. Ist weiterhin eigentlich auch ganz gut unterfüttert von der fundamentalen Ausgangslage gesehen. Wir hatten es vergangenen Freitag Inflationsdaten aus dem Euroraum bekommen. Die sind deutlich stärker gefallen im März als erwartet. Das heißt, die haben auch wiederum die Spekulationen, die ja zuletzt aufgekeimt sind, gedämpft, dass wir einen baldigen Ausstieg der EZB aus ihrer ultralockeren Geldpolitik sehen. Das heißt also, die EZB wird weiterhin eigentlich Vollgasbetrieb betreiben und das stützt natürlich dann auch den Goldpreis. Gold also auch dahingehend unterstützt, weil wir zuletzt zumindest mal eher durchwachsene Konjunkturdaten aus den USA gesehen haben. Das könnte auch dazu führen, dass wir vielleicht bei der Fed nicht wie erwartet 3 bzw. 2 Zinserhöhungen sehen, sondern im Jahresverlauf vielleicht nur noch eine. Auch das würde natürlich dann den Goldpreis wiederum stützen. Und darauf komme ich dann gleich nochmal zu sprechen. Wir haben natürlich auch den Vorteil, dass in den USA zuletzt die Zinsen gefallen sind. Die 10-jährigen US-Staatsanleihen von 2,6 auf 2,3% gefallen. Die Zinsstrukturkurve in den USA ist deutlich auf dem Rückwärtsgang. Ihr seht es hier mal. Ich stelle euch das mal als Link rein. Könnt ihr auch dann jederzeit abrufen. Ich stelle das mal hier kurz im Chatprotokoll auch rein. Das ist die Zinsstrukturkurve im Augenblick in den USA. Ganz wichtig, die misst die Differenz zwischen den 10-jährigen US-Staatsanleihen minus den 2-jährigen US-Staatsanleihen. Wir haben jetzt hier noch einen Aufschlag von 111 Punkten, aber ihr seht es, seit Ende 2016 ist das deutlich zurückgegangen. Das heißt also hier, der Anleihemarkt sendet inzwischen ein klares Signal. Achtung, wir sehen hier die US-Konjunktur längst nicht mehr so robust,
wie viele andere das einschätzen. Also seid ihr bitte ein bisschen vorsichtiger. Ja? Die Zinsstrukturkurve ist hier deutlich im Rückwärtsgang, sendet ein klares Signal in Richtung Konjunkturabschwächung. So, das Ganze wird untermauert, wenn man sich das mal anschaut, hier zum Beispiel durch das zuverlässige Vorhersagemodell der Atlanta Fed. Die erstellt immer auf Basis von aktuellen Konjunkturdaten eine Schätzung für die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes in den USA, hier für das erste Quartal. Und das ist auch wichtig, seht mal hin, im Augenblick die Schätzungen der großen Banken liegen noch bei einem Wachstum von 1,8%, das GDP-Now-Modell derzeit nur so im Bereich von 1,2%. Er dümpelt hier so ein bisschen um 1% rum. Auch den Link stelle ich euch mal eben in die Chatbox rein. Könnt ihr euch auch jederzeit anschauen. Also die wirtschaftliche Entwicklung in den USA, da gibt es so einige Signalgeber, die zumindest mal hier auf größere Risiken hindeuten. Sowohl hier direkt von konjunktureller Front, ja, als eben auch schon direkt am Aktienmarkt. Ja. Da sieht man das eben auch, wenn man sich jetzt mal hier anschaut, die Entwicklung zum Beispiel der Aktien, die stark von dem Konsum abhängig sind. Ja, hier oben, das ist der Chartverlauf des S&P 500, Sektor Einzelhandel, Haushaltselektronik, Verbrauchswaren. Schaut euch das mal an. Das hier unten ist der S&P 500, so wie wir ihn kennen. Zuwachs seit der Wahl von rund 12%. Dieser ganze Konsumindex ist nahezu unverändert, legte um rund 5% zu. Wichtiger aber vor allen Dingen, seit dem Hoch vergangenen Jahres ist dieser Konsumindex um rund 10% gefallen. Gleicher Zeitraum legte der S&P 500 um knapp 9,5% zu. Ja, das zeigt hier oben, diese Konsumaktien, da läuft es längst nicht mehr gut. Ne? Da haben wir hier eine fallende 200-Tage-Linie schon vorliegen. Also, obwohl wir eigentlich zuletzt sehr starke weiche Konjunkturdaten gesehen haben, also vor allen Dingen zum Beispiel eben hier Verbraucherstimmung und so weiter, die ja wirklich Mehrjahreshochs erreicht haben. Am Aktienmarkt wird schon was ganz anderes gespielt, also die Konsumaktien laufen überhaupt nicht. Haben diese ganze Aufwärtsbewegung der vergangenen Monate, diese Trump-Phobie oder Trump-Euphorie überhaupt nicht mitgemacht. Und das ist für mich einer der ganz klaren klassischen Warnsignale, wo man sagen muss, Achtung, da stimmt schon etwas nicht mehr, was den US-Konsum betrifft. Da muss man wirklich mal anschauen, wie sich das weiterentwickelt. Klares Warnsignal im Augenblick. Das auf jeden Fall mal für den US-Aktienmarkt. Wie komme ich jetzt hier zum Gold? Naja, Gold profitiert natürlich von dieser Unsicherheit. Ne? Ist klar, wenn die Wachstumserwartungen für die USA langsam auf dem Rückwärtsgang sind, dann natürlich mehr Flucht in sichere Häfen. Und wir haben es gesehen, im ersten Quartal verzeichneten die Gold-ETFs schon Zuflüsse von 56 Tonnen. Bei Silber haben wir sogar 240 Tonnen gesehen. Also Gold-ETFs werden nachgefragt. Und schaut euch hier die spannende technische Ausgangslage an. Gold steht hier an einem wichtigen Widerstand im Augenblick. Das ist das Jahreshoch, was wir im Augenblick hier anlaufen. Damit gleichbedeutend mit einem horizontalen Widerstand bei 1255 bis 1260 Dollar. Wir haben hier die 200-Tage-Linie, auch in dem Bereich, hier diese violette Linie. Und wir haben insgesamt aber seit Mitte Dezember eine Aufwärtstendenz. So, und jetzt ist die Frage, was setzt sich durch? Das ist jetzt hier ein wichtiger Impuls, denn sollte Gold natürlich hier über die 200-Tage-Linie steigen, gleichbedeutend über den Widerstand und somit auf Jahreshoch, wäre das ein klares Signal, dass sichere Häfen wie Gold gefragt sind, dass man sich hier so ein bisschen positioniert für eine konjunkturelle Abschwungphase in den USA. Und dann sehe ich für Gold auf jeden Fall mal ein Kursziel hier im Bereich der Abwärtstrendlinie von 1285 Dollar. Das ist im Augenblick die Obergrenze dieses Abwärtskanals und gleichbedeutend hier auch mit dem Prognosekorridor, abgeleitet aus den Schwankungen um die 21-Tage-Linie. Und darüber dann weitere Ziele, 1310 Dollar ungefähr. Und dann haben wir hier schon die Vorjahreshochs allmählich in Reichweite. Also Gold gefällt mir nach wie vor noch relativ gut und könnte jetzt kurz vor einem doch ganz interessanten Kaufsignal stehen. Kann man durchaus auch einsteigen mit einem Stopp zum Beispiel hier unter den jüngsten Tiefs im Bereich der 1235, 1230er Marke mit einem Stopp. Wenn man ein bisschen mehr Platz lassen möchte, 1195. Das jüngste Zwischentief, auch da kann man zum Beispiel einen Stopp platzieren. Man positioniert sich also dann, wenn man jetzt in Gold long gehen würde, zwar gegen die übergeordnet leicht negative Tendenz hier beim Edelmetall,
aber in Richtung einer etwas konjunkturelleren, schwierigeren Phase. Und Gold sollte auch vor allen Dingen profitieren von dem Umstand, wenn es jetzt an den Aktienmärkten im zweiten Quartal vielleicht zu einer Korrektur kommen sollte. Ja, davon dürfte Gold auch profitieren, verstärkt natürlich Goldminenaktien. So, noch liegt dieses Kaufsignal nicht vor. Ein Tagesschlussoberhalb von 1260 wäre hier zum Beispiel sehr wichtig und ein schönes Stärkesignal schon mal. Aber Gold arbeitet daran. Wir haben heute schon mal einen ersten Test gesehen. Da könnte jetzt ein zweiter folgen. Sehr spannende charttechnische Ausgangslage im Augenblick. Spricht im Augenblick die Goldstärke schon mal für Risk-Off an den weltweiten Finanzmärkten. So, gucken wir noch als letztes von den wichtigen Asset-Klassen hier auf Euro, US-Dollar, das wichtige Währungspaar. Wir haben jetzt hier einen Rückpraller gesehen von der 1,08-Marke. Das hing natürlich damit zusammen, dass hier auch die Wahrscheinlichkeiten für eine Zinserhöhung im Euro-Raum deutlich zurückgegangen sind. Ich hatte das hier an meine Twitter-Follower auch geschickt, ich glaube gestern noch. Ihr seht hier die Wahrscheinlichkeit für eine EZB-Zinserhöhung bis zum Jahresende. Es kollabiert von 50 auf rund 12% in den vergangenen Tagen. Hatte ich euch aber auch schon gesagt, es gibt keine Zinserhöhung. Das ist sowieso übertrieben gewesen. Wenn, dann werden die Zinssätze erhöht vielleicht, beziehungsweise rausgenommen, dieser Strafzinssatz, den Banken zahlen müssen, aber natürlich keine Leitzinserhöhung. Ne? Dass das hier nicht kommt bei der EZB, das ist sowieso eigentlich klar. Gleichbedeutend aber hier natürlich, es ist ein bisschen Fantasie rausgegangen, wir sind hier abgeprallt von der 200-Tage-Linie und der 1,08, stabilisieren uns aber jetzt hier im Bereich der 1,0650, 1,07. Auch hier ähnliche Ausgangslage, ich bleibe dabei. Ich bleibe so ein bisschen ein Euro-Bulle. Die Unterstützung hier dürfte halten bei 1,04, 1,05. Die erscheint sehr solide. Es dürfte inzwischen längst alles eingepreist sein, was wir aus den USA bekommen, also zwei Zinserhöhungen vielleicht. In Europa ist das längst noch nicht der Fall. Da ist noch ein bisschen Unsicherheit, aber auch hier werden wir weiterhin eigentlich eine klar expansive Geldpolitik sehen. Führt letztlich dazu, dass das Überraschungspotenzial bei der FED liegt. Das heißt also, sollte sie zum Beispiel nicht zwei Zinserhöhungen machen und sich davon wieder ein bisschen verabschieden, morgen Abend gibt es die Mitschrift, dann dürfte davon vor allen Dingen der Euro profitieren und wir hier wieder einen Rücklauf sehen und einen Ausbruch zunächst über die 1,08 und dann 1,11, 1,13, 1,14 vielleicht, bis dann hier wieder die EZB verbal intervenieren wird. Also ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir hier Aufwärtspotenzial sehen bei Euro, US-Dollar im mittelfristigen Bereich. Und somit auch einen Rücklauf hier an die obere Zone dieser Trading Range bei 1,13, 1,14, 1,15. Das würde auch im Augenblick untermauert durch die geldpolitischen Tendenzen, die wir bei der amerikanischen Notenbank sehen und auch bei der Europäischen Zentralbank. Genau, da kam gerade noch eine Frage rein, wenn man sich die Zinsstrukturkurvenentwicklung anschaut, dass das eigentlich eine Konsolidierung der Trump-Fantasie bedeutet. Richtig, genau so kann man das formulieren. Diese Trump-Euphorie wird rausgenommen aus dem Markt. Und deshalb laufen auch die amerikanischen Aktienmärkte nicht mehr so gut. Der Anleihenmarkt sagt ganz einfach, naja, diese ganzen massiven Infrastrukturprogramme, die angekündigt wurden, die gibt es so schnell nicht. Also keine brummende Konjunktur, deshalb eben steigende, fallende Zinsen, die wir jetzt hier sehen, Flucht in sichere Häfen, damit fallende Zinsen, steigende Kurse am Anleihenmarkt und Verengung eben der Differenz zwischen den 10-Jährigen und den 2-Jährigen der Staatsanleihen. So, damit haben wir jetzt eigentlich sehr gut schon mal alles abgesteckt. Wir haben jetzt Euro, US-Dollar gesehen, leichte Euro-Stärke. Öl dürfte vorerst seitwärts pendeln. Gold kurz vor dem Ausbruch. Wie sehen jetzt die Situation aus an den Aktienmärkten? Ich habe schon besprochen, diese ganzen Einzelhandelswerte in den USA sind schon mal auf dem Rückzug. Wir haben schwächere Konjunkturdaten jetzt gesehen aus den USA. Gucken wir uns mal die Lage noch an, verknüpfen jetzt Währungsmärkte und Aktienmärkte. Hier natürlich dann ganz als nächstes oder als erstes zu nennen, ein Blick auf unseren Risikoindikator hier, US-Dollar, japanischer Yen, hatte ich ja die letzten Webinare immer wieder auch genannt. Ihr seht es sehr schön. Abwärtstendenz hat sich durchgesetzt. Wir haben jetzt hier einen Rücklauf gesehen an die 112-Yen-Marke. Daran sind wir gescheitert, also ein klassischer Rücklauf. Klassische Charttechnik haben wir hier gesehen, Rücklauf. Retest nennt man das und ein Abprall davon. Und jetzt dürfte
ich das Szenario durchsetzen, was ich eigentlich schon seit Wochen sage. Wenn wir hier unten einen Durchbruch sehen unter die 111,50, 112, dann dürften wir auch kurz- bis mittelfristig die 106 bis 108 mal anlaufen. Ja, das heißt also, eine Yen-Stärke könnte eigentlich jetzt bevorstehen. Das wäre gleichbedeutend mit einer Risk-Off-Stimmung an den weltweiten Aktienmärkten, dürfte einhergehen mit Verlusten beim S&P 500 und vor allen Dingen Verlusten auch beim Nikkei, denn eine Aufwertung des japanischen Yen ist natürlich für die japanische Exportindustrie Gift, und da reagiert ja der Nikkei schon seit Wochen negativ drauf, auf diese Yen-Stärke, die wir hier schon sehen. Also auch das Währungspaar US-Dollar japanischer Yen spricht im Augenblick mal für Risk-Off-Stimmung. Das bleibt so lange bestehen, wie die Marke von 112 japanischen Yen nicht zurückerobert wird. Ja, ganz klare Ansage schon mal dazu. So, gucken wir uns den S&P 500 im Fokus an. Also, wir haben hier nach wie vor vorliegen eine Serie fallender Hochpunkte. Hier seit Anfang März, ausgehend von dem Rekordhoch, sind hier also leicht negativ gerichtet. 21-Tage-Linie hier in blau dargestellt, fallend. Erholungen werden immer früher zum Verkauf genutzt. Ja, die Marktbreite in den USA geht allmählich zurück. Das sehen wir an der Anzahl der Aktien, die über der 100-Tage-Linie im S&P 500 noch notieren. Zuletzt gefallen von rund 83 auf 62%. Immer mehr Aktien fallen somit unter ihre 100-Tage-Linie. Ein Warnsignal. Wo findet man mich auf Twitter? Das ist relativ einfach. FG Wenner ist mein Twitter-Name. Ich stelle das mal hier in die Checkbox noch mit rein. Da könnt ihr euch bei mich dranhängen und bekommt dann jeden Tag die aktuellsten Chart-Einschätzungen. So, also Tendenz für den S&P 500 vorerst negativ. 2350 ist eine schwache Unterstützung nur noch. Bleibt dabei Zielbereich vorerst 2255 bis 2280 Punkte auf der Unterseite. Entspricht ein Korrekturpotenzial derzeit von rund 4%. Auf der Oberseite, was ist da zu beachten? Naja, da haben wir zunächst einmal hier diese Abwärtstrendlinie, die ist noch sehr schwach ausgeprägt, 2370 Punkte. Darüber dann diesen kleinen Widerstandsbereich sehe ich hier bei 2400, also an der bisherigen Rekordmarke. Aber im Augenblick eher, wie gesagt, so ein bisschen Risk-Off-Stimmung. Ja, würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt hier die nächste kleinere Abwärtsbewegung jetzt bei den amerikanischen Aktienmärkten sehen. So, wenn man sich das Ganze in den USA noch anschaut, dazu noch einen Chart hier, was man auch mit zu berücksichtigen hat, natürlich diese ganze ruhige Bewegung, die wir zuletzt gesehen haben, das haben jeden Mal die Leute von der Hillerbar herausgearbeitet, die Tage beim S&P 500 mit dem Kursrückgang von mindestens 1% ist hier in den letzten 12 Monaten, seht es, unter 10 gefallen. Wir haben jetzt hier wirklich eine absolut ruhige Phase, wir haben die Volatilität, ja sehr tief gewesen ist, zuletzt auch ganz unten gesehen. Und das kann man hier so ein bisschen ableiten aus dieser kleinen Statistik. Wenn wir solche ruhigen Phasen haben, ja, dann nimmt zumindest mal die Wahrscheinlichkeit für eine volatilere Phase dann im Anschluss zu. Das muss nicht hier mit so einer Crash-Bewegung einhergehen, aber solche ganz ruhigen Phasen sind immer so ein bisschen schwierig zu sehen. Ne? Was vor allen Dingen hier so einigen Leuten Bauchschmerzen bereitet, ist das Aufkommen von Wertpapierkrediten in den USA. Wir sind hier nach wie vor auf einem extrem hohen Niveau, 500 Milliarden sind es im Augenblick, wenn man das Ganze noch ins Verhältnis setzt zum nominalen BIP. Das haben wir hier, die Grafik, die zeigt das sehr schön. Da sind wir hier so im Bereich der Hochpunkte angekommen, die wir auch bei den Topping-Phasen in 2000, 2007, 2008 gesehen haben. Also zyklische Spitzenwerte erreicht. Diese Wertpapierkredite sind doch jetzt sehr stark schon angeschwollen. Auch das mittelfristig ein größeres Warnsignal. Aber bitte nur als kleines Puzzlestück beachten. Das heißt nicht, dass wir jetzt einen Crash sehen. Sollte es aber zu einer Korrektur kommen, dann müssen diese Wertpapierkredite aufgelöst werden. Und dann kann sich daraus sehr schnell so eine doch stärkere Abwärtsspirale entwickeln. Ja, das ist zumindest mal ein Risikofaktor. Das Gleiche haben wir auch, dass die Insider-Verkäufe zuletzt auf einen 6-Jahres-Hoch gestiegen sind in den USA. Also auch hier die Insider sagen sich, naja, dieses aktuelle Niveau an den Aktienmärkten ist sehr hoch. Verkaufen wir lieber mal ein paar Stücke. Was wir haben, das haben wir in der Tasche und dann sind wir damit auch schon mal ganz glücklich. Also das aktuelle Niveau wird durchaus als attraktiv für Verkäufe eingeschätzt.
So, was haben wir in Europa vorliegen? Wenn wir uns hier mal die Situation anschauen, die Renditeentwicklung der wichtigsten Aktienindizes sei im März, ich sortiere mal hier die Spalte, ihr seht es sehr deutlich, Europa war stark gefragt gewesen, ne? Spanien 9,5% hoch, Italien 8%, Portugal 7,7%. Das heißt nichts anderes als in Europa und bei den europäischen Aktien war Risiko gefragt gewesen. Ne? Hier sind also viele Investoren aus den USA haben umgeschichtet von den US-Aktienmärkten in die europäischen Aktienmärkte rein und hier vor allen Dingen in die Europeripherie reingegangen. Also da hat man offenbar Vertrauen halt noch zu. Man spielt so ein bisschen noch, naja, Nachholpotenzial in Europa, europäische Indizes sind günstiger, gehe ich da mal rein. Ihr wisst aber auch, eine divergente Entwicklung, also tendenziell fallende Aktienmärkte in den USA, steigende Aktienmärkte in Europa, das passt nicht zusammen. Ne? Ihr seht es nämlich hier, S&P 500 unverändert im März, aber starke europäische Aktienmärkte, das geht eine Zeit lang gut, aber die Erfahrung sagt ganz klar, länger hält so eine divergente Entwicklung nicht an. Ja, und je weiter und je länger die anhält, also keine steigenden Aktienmärkte in den USA, aber steigende in Europa, desto gefährlicher wird es auch dann hier in Europa und vor allen Dingen dann auch bei zyklischen Indizes und risikobehafteten Indizes, also gerade hier Europeripherie. Aber das trifft natürlich auf den DAX zu, 3,7 und 4% hier seit Monatsanfang. Muss man auf jeden Fall mal etwas vorsichtig sein. Insiderverkäufe, einfach mal googeln, da findet man so ein paar Daten dazu. Das Insider Transaction USA, da findet man immer wieder so ein paar Grafiken. Ich kann aber auch noch mal nachschauen, ob ich da ein paar ständig aktualisierte Seiten finde. So, gucken wir uns mal hier die Situation beim DAX im Augenblick an. Gehen wir hier ausgehend von der Tagesentwicklung mal vor. Wir haben hier oben ein sehr hässliches Muster jetzt zu sehen, hier mit der schwachen Entwicklung am Montag. Abgeprallt hier vom Rekordhoch und dann Tagesverlust gesehen. Ja, die Verluste im Tagesverlauf wurden immer weiter ausgeweitet. Ist nicht so schön. Ne? So eine kleine dunkle Wolke, die sich hier oben gebildet hat. Wir haben hier ein paar Aufwärtslücken auch noch drin, die habe ich hier eingezeichnet. So ein bisschen, naja, brüchiges Fundament muss man jetzt mal abwarten. Ne? Wir sind jetzt, wie gesagt, im Dunstkreis des Rekordhochs. Jetzt bitte keine Frage stellen, nehmen wir noch die Rekordmarke raus oder nicht. Das ist vollkommen belanglos. Ja, ob der DAX jetzt hier auf 12.400 oder 12.420 mal steigt, ist für die Geschichtsbücher vielleicht ganz interessant, für uns Charttechniker aber nicht wirklich. Denn wichtig ist vor allen Dingen, ob die Wall Street noch wirklich mitzieht. Ja, ohne die Wall Street im Rücken wird auch der DAX nicht nachhaltig auf dem Rekordhoch ausbrechen. Und wir haben ganz einfach das Problem, auch beim DAX, dass wir uns im Augenblick sehr weit ja auch schon von der 200-Tage-Linie entfernt haben. Ich zeichne das hier unten mal eben ein. Also im langfristigen Bereich ist hier wirklich nicht mehr so viel zu holen. Wenn ich das hier mal einzeichne, ihr seht es sehr schön, bei 12% sind wir hier angekommen. Da geht natürlich immer noch ein bisschen was, aber ein Großteil der Rallye könnte jetzt schon gelaufen sein. Sehr viele Aktien im DAX handeln ja auch über ihrer 200-Tage-Linie, hatte ich ja schon gezeigt. Das heißt, die Marktbreite ist extrem hoch mit 95 bis knapp 100% sogar. Und da war es in der Vergangenheit häufig so gewesen, dass es danach dann schon mal zu einer korrektiven Phase kommt. Also da jetzt etwas Vorsicht walten lassen, was das angeht. Natürlich können wir hier mal einen kurzen Ausbruch sehen über 12.400, aber das ist nicht wirklich entscheidend. Ja. Ich denke mal, der DAX wird sich zunächst einmal hier so ein bisschen jetzt einpendeln in dem Bereich. Haben hier oben so eine psychologische Barriere auch drüber liegen. Nach unten hin so ein bisschen unterstützt. Erst im Bereich der 21-Tage-Linie, aber relativ schwach. Ihr seht es hier, die haben wir auch zuletzt mal unterboten. Also die ist nicht wirklich zuverlässig. Besser erst hier der Bereich um 11.850 bis 11.900 Punkte. Das ist so eine erste wichtigere Unterstützung. Das ist auch die Grunduntergrenze des Prognosekorridors. Ansonsten haben wir noch Unterstützungen bei 11.850, wie gesagt, 11.700 wäre noch eine und dann hier die breite Unterstützungszone 11.400, 11.480. Das ist der Bereich. Das sind die wichtigen Unterstützungszonen. Auf der Oberseite, wie gesagt, ein bisschen ausgereizt im Augenblick das Potenzial. Also jetzt hier noch neue Long-Positionen eröffnen auf dem DAX, sehe ich sehr, sehr kritisch. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund eben, dass die US-Indizes im Augenblick nicht mehr mitziehen.
Das ist doch schon mal ein Warnfaktor. Gucken wir uns jetzt mal hier auch so ein bisschen die Statistik dazu an. Ich habe hier vielfältige Auswertungen zuletzt gemacht. War eine ganze Menge Arbeit gewesen. Zunächst einmal hier eine Durchschnittsperformance errechnet von 1987 bis 2016 für den DAX im April. 2,4% legte er meistens zu. Damit ist der April einer der stärksten Monate im Jahresverlauf. April-Performance hier nochmal abgetragen für die vergangenen Jahre. Moment, so. Was kann man daraus ableiten? Nun, zunächst einmal natürlich eine klare Kiste. Der April überwiegend positiv. Ihr seht es aber auch in den vergangenen Jahren, gab es durchaus auch schon mal Rückschläge. 2015 4,3%, stärkster Rückschlag seit 2002. Insgesamt hat die Volatilität im April ein bisschen abgenommen. Ja, wir hatten hier so von der Jahrtausendwende bis 2012 höhere Ausschläge mal gesehen von 5% sogar auch 20% nach dem Crash. Seit 2012 ist es deutlich ruhiger geworden um den April. Ja, haben wir nicht mehr so starke Bewegungen gesehen, deutet tendenziell darauf hin, dass wir auch jetzt im April zumindest mal keine sehr kräftige Bewegung sehen. So, was ist noch interessant? Natürlich nach dem starken ersten Quartal, wie geht es dann wahrscheinlich im zweiten Quartal weiter? Grundsätzlich das zweite Quartal von der Performance her ganz gut. Ich glaube, im Durchschnitt sind wir ungefähr 3,5% zugelegt mit einer Gewinnquote von 67%. Da ist das zweite Quartal im Jahresverlauf durchaus noch positiv zu sehen. Ja, die schwächeren Monate sind meistens erst so im Spätsommer, August, September. Das dritte Quartal ist meistens schwierig. Seht es aber auch hier, Q2-Performance in den vergangenen zwei Jahren, 2015, 2016, haben wir eine negative Q2-Performance gehabt. Ja, und auch hier längst nicht so gut wie die US-Indizes 2012, 2010 Rücksetzer gesehen. Ich habe hier eine kleine Auswertung dazu gemacht hier unten. Wie entwickelte sich eigentlich der DAX, wenn er im ersten Quartal um mehr als 7% gestiegen ist? Das haben wir seit Geburt des DAX 1987 11-mal bisher gehabt. Das waren die Fälle hier gewesen. Eine Q1-Performance dann, wie gesagt, von mehr als 7%. Wie entwickelte sich dann das zweite Quartal? Ihr seht es, 55% Gewinnquote nur noch für das zweite Quartal. Verglichen mit allen Q2-Ergebnissen seit 1987 von 67%. Geht also deutlich zurück. Wir haben nur drei Jahre gehabt, 1991, 1997, 1998, wo ein starkes Q1-Quartal und ein starkes Q2-Quartal zu beobachten waren. Aber vor allen Dingen hier seit 2000 hat sich die Kiste deutlich verändert. 2000, 2006, 2012, 2015, starker Anstieg in Q1, deutliche Verluste in Q2 von mindestens 5%, aber auch sogar bis 9%. Ja, und diese jüngste Entwicklung hier nahm zumindest mal doch deutlich zur Vorsicht, ja, dass man hier also jetzt für das Q2 nicht ganz so optimistisch sein sollte und eine Fortsetzung dieser starken Rallye in Q1 nicht unbedingt unterstellen muss. Ja, das Basisszenario hier aus statistischer Sicht lautet daher zunächst einmal Konsolidierungsbewegung im Zeitraum April bis Juni. Kann man mal von ausgehen. So, für das erste Halbjahr damit dann natürlich auch eine gedämpftere Entwicklung insgesamt. Ne, wenn das Q2 eher schwächer ist nach einem starken Q1, haben wir natürlich auch die Halbjahresbilanz, die auch natürlich darunter dann leidet, vor allen Dingen hier in den vergangenen Jahren. Ja, für das Gesamtjahr kann man im Augenblick noch keine gute Tendenz und Prognose ableiten. Der übergeordnete Trend beim DAX ist natürlich noch aufwärts gerichtet, das ist richtig. Aber insgesamt natürlich muss man hier immer auch schauen, wie laufen die US-Indizes, die Marktstrukturdaten, wie entwickeln die sich. Da müssen wir noch ein bisschen erstmal abwarten. Vorerst einmal leichte Konsolidierungsgefahr für das zweite Quartal, auch aus statistischer Sicht im Augenblick zu erwarten. Danke, ein guter Hinweis übrigens noch, stimmt, hätte ich ja selbst drauf kommen können, insideralarm.de. Da gibt es auch schöne Insider-Transaktionen. Ich stelle das hier in die Chatbox rein. Super, vielen Dank für den Hinweis. Da könnt ihr Insider-Transaktionen auch sehr schön nachschauen. Also das ist ein bisschen mal im Augenblick hier so die statistische Auswertung. Für das zweite Quartal war zuletzt mal ein bisschen durchwachsen gewesen. Das passt, finde ich, alles relativ gut zu dem, was man hier jetzt ableiten kann, auch aus technischer Sicht, dass wir hier am Rekordhoch sind. Und da kaufen weniger Leute tendenziell.
warten erst einmal ab und wenn weniger kaufen, dann kommt ein bisschen Druck auf und sollte jetzt auch irgendetwas zum Jahres, zum Monatsende hin schieflaufen, also die ganze Haushaltsdebatte in den USA, sollte sich alles nach hinten verschieben in Richtung Infrastrukturprogramme, Steuererleichterungen, sollten die US-Berichtssaison für das erste Quartal nicht so richtig in Schwung kommen, dann ist jedoch zumindest mal Abwärtspotenzial gegeben und das kann man dann auch nutzen. Wie gesagt, sich nicht davon blenden lassen, falls wir hier mal das Rekordhoch kurzzeitig rausnehmen. Ja. Das hat noch nichts wirklich zu bedeuten. Vor allen Dingen eben, wenn mittelfristige Signalgeber im Augenblick eine ganz klare Überhitzung doch schon signalisieren. Da sollte man hier lieber etwas vorsichtiger sein. Gut, nutzen wir die Zeit noch und gehen mal eben im Galopp durch die verschiedenen, durch die Aktien hier im DAX und zwar auf Wochenbasis, damit wir hier auch bei den Einzelwerten so ein bisschen eine Orientierung haben, wie im Augenblick die charttechnische Einschätzung bei den DAX-Aktien ist. Ich werde hier nicht auf jede eingehen, aber zumindest mal so die spannenderen kurz hier abgreifen. So, was haben wir gesehen im Augenblick? Dass vor allen Dingen Turnaround-Stories gefragt sind. Lufthansa, bisher zweitstärkste Aktie im DAX, 24% zugelegt. Dann haben wir eine RWE auch ganz oben, ne, mit 30% im Augenblick, stärkste DAX-Aktie, also läuft richtig gut für RWE. Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Wir haben nur zwei Verlierer im Augenblick, die wirklich im DAX ganz unten sind, mit Verlusten von mehr als 3%. Das ist eine Daimler und das ist eine BMW. Was hängt dahinter? Naja, die ganze Autobranche wäre ich im Augenblick sehr, sehr vorsichtig. Wir haben ja jetzt die Autoabsatzzahlen für März reinbekommen, die waren wirklich schlecht gewesen. Hängt natürlich damit zusammen, dass viele Käufe in den vergangenen Jahren auf Kredite finanziert worden sind. Wir haben seit dem dritten Quartal 2010 bei den Fahrzeugkrediten in den USA einen Anstieg gehabt von 60% auf 1,1 Billionen Dollar. Ja, diese US-Autokredite liegen bei mehr als 1 Billion Dollar. Und wir haben zuletzt schon gesehen mit dem leichten Zinsanstieg Kreditausfälle. Ja, dann gibt es noch diese ganzen leasingfinanzierten Fahrzeuge, die jetzt zurückkommen. Und das drückt natürlich dann auch auf die Fantasie bei Daimler und BMW. Und dazu kommt natürlich noch die Unsicherheit mit den möglichen Strafzöllen. Schaut euch einfach mal den Kursverlauf an hier von Ford. Ja, ich glaube, das sagt schon alles. Die US-Autobranche, der geht es wirklich nicht so gut. Wir haben zuletzt hier deutliche Risikofaktoren gesehen. Klarer Abwärtstrend bei der Ford-Aktie. Das gleiche gilt auch für alle anderen Autoaktien. Guckt euch mal eine Hertz an. Autovermietung, genau das gleiche. Aktie deutlich unter Druck von 35 auf 15 Dollar nur noch. Auch hier natürlich diese ganzen Leasingverkäufe und so weiter. Hier ein klarer Belastungsfaktor. Das ist der Grund für die schlechte Entwicklung im Augenblick. Gut, gucken wir uns den Chart an. Adidas, ein bisschen heiß gelaufen im Augenblick, noch sehr weit von der 200-Tage-Linie entfernt. Hier immer der 40-Wochen-Durchschnitt ist die 200-Tage-Linie. Hat eine hohe relative Stärke, aber nur wenig gute Unterstützung, hier im Bereich der 160 bis ungefähr 130er Marke. Das im Augenblick, naja, Vorsicht walten lassen. Allianz, guckt euch hier die charttechnisch spannende Ausgangslage an, 170er Marke. Ja, make it or break it, ist hier die Frage, schafft die Allianz den Ausbruch? Bisher ist sie immer daran gescheitert. Ja, ein bisschen abwarten hier im Augenblick, wir haben eine bessere Entwicklung gesehen, zuletzt bei PIMCO. Natürlich hier ein klarer Dividendenplay, der auch gespielt wurde und Dividendenversprechen. Aber wir haben noch nicht das finale Kaufsignal vorliegen, zumal wir auch hier den Hochpunkt aus 2007 haben, bei knapp 180 Euro die Aktie. Also auch hier so ein bisschen starker Widerstand angelaufen, könnten wir von abprallen. Bisschen Vorsicht walten lassen. BASF, ja, hier haben wir BASF, testet im Augenblick ein bisschen die Rekordmarke aus 2015. Könnten wir noch anlaufen, steigende 200-Tage-Linie hier, hat uns jetzt nach oben hin abgesetzt, also das können wir noch sehen, die knappe Dreistelligkeit, aber auch nur, wenn die Stimmung insgesamt noch gut ist. Aber ihr seht hier zwei Schwergewichte, Allianz und BASF sind an wichtigen Widerständen schon dran gekommen. 95 bis 100 ist ein Widerstand bei BASF, die 170er bei der Allianz könnten den DAX jetzt so ein bisschen ausbremsen auf der Oberseite. Die Bayer hier ebenfalls ein bisschen in Widerstand reingelaufen, 107 bis 110 Euro. Passiert im Augenblick auch nicht mehr so viel. Die ganze Monsanto-Geschichte läuft nicht mehr so richtig.
So, defensive Werte sind auch ganz gut hier gefragt, ne? Beiersdorf schön zugelegt, steigende relative Stärke, jetzt auf 90 Euro angestiegen. Beiersdorf allerdings von der fundamentalen Gesichtspunkt her gesehen schon eher ein bisschen teuer, wenn man sich das betrachtet. KGV 28 liegt im Rahmen des langfristigen Durchschnitts, aber auch hier Rekordmarke erreicht, ne? Da werden jetzt die Jungs auch wieder ein bisschen vorsichtiger, hier noch reinzugehen. BMW hatte ich schon gesagt, ne, US-Autoabsatz schwierig im Augenblick. Problem, weiterhin Finger weg davon, würde ich nicht reingehen. Commerzbank Fehlausbruch über die 8,65. Widerstand auch hier angelaufen. War zwar heute mal ein bisschen stärker gewesen, ist für mich aber auch kein Wert, wo man im Augenblick noch reingehen muss, ne, weil wir hier eben auch so ein bisschen Schwierigkeiten jetzt haben an dem Widerstand bei 8,65 nach unten hin, unterstützt 7 und 8 Euro. Continental kommt ein bisschen zurück, nachdem wir hier einen schönen Ausbruch über die 200 gesehen haben. Hängt natürlich auch mit dem US-Absatz zusammen. Alles in einer Kiste. Schwierig im Augenblick. Würde ich auch nicht unbedingt mehr jetzt noch frisch reingehen. Daimler, gleiche Kiste wie BMW. Unter Druck, 3% Verlust seit Jahresbeginn. Die kommen hier zurück, testen die wichtige Unterstützung hier, weil 66, 67 Euro könnten darunter fallen. Potenzielle Schwächesignal sogar. Deutsche Bank, heute Bezugsrechtshandel ausgelaufen, extrem hohe Umsätze heute bei den Bezugsrechten. Hier gab es wohl Stabilisierungsmaßnahmen, die vielleicht dann noch eingeleitet werden mussten. Nach wie vor der Deckel drauf, ne? Besser hier Ausbruch, Rücklauf an die 14 Euro, 15 Euro, da kann man vielleicht nochmal einsteigen auf dem ermäßigten Niveau. Deutsche Börse, Fusion mit LSE abgeblasen. Naja, herzlichen Glückwunsch, schon wieder nicht geschafft. Die Aktie feiert das natürlich. Insgesamt muss man abwarten, wie hier der Handel vielleicht verläuft in den nächsten Monaten an der Börse. Eine sehr trendstarke Aktie, aber im Augenblick maßlos überhitzt. Deutsche Post kämpft ein bisschen hier mit dem Widerstand, finde ich relativ solide eigentlich. Aber auch hier kein richtiges Kaufsignal im Augenblick vorliegend. Deutsche Telekom verkauft T-Mobile USA. Keine Neuigkeiten, keine Fantasie. Ist im Seitwärtstrend im Augenblick gefangen. E.ON hat hier die 200-Tage-Linie im Augenblick angelaufen, hat hier einen Widerstand bei 77 bis 8 Euro. Übergeordnet, abwärts gerichtet, RWE würde ich ganz klar bevorzugen, auch aufgrund der Imagefantasie. Fresenius Medical Care, klassische Aktie für einen Seitwärtstrend, könnt ihr hier oben short gehen, wenn die nochmal hier an die Obergrenze dieses Seitwärtskanals dranläuft. Fresenius Medical Care, aufwärts gerichteter Trend, aber auch Achtung hier, Gesundheitsreform in den USA, vorsichtig, man weiß nicht, was Donald Trump macht. Grundsätzlich ist die Aktie aber noch positiv, schöne steigende 200-Tage-Linie, alle Trends steigen nach wie vor an, ja, noch leicht positiv. Heidelberg Zement, ja, auch noch aufwärts gerichtet, aber ihr seht es hier, Zyklika, keine richtige Aufwärtsfantasie im Augenblick zu erkennen. Henkel, das gleiche wie Beiersdorf, ne, Konsumaktien könnte hier jetzt ausbrechen auf Rekord, Stärkesignal liefern, einer der wenigen Aktien, die noch überzeugen. Ja, das ist die 40er SMA, weil das hier ist ein Wochenchart. Ein guter Hinweis vielleicht nochmal von einem von euch, 40er Durchschnitt ist korrespondierend mit der 200-Tage-Linie. Ja, also 40 Wochendurchschnitt entspricht ungefähr der 200-Tage-Linie. Also 200-Tage-Linie hier steigend. Konsumwerte laufen hier noch ganz gut. Infineon ist hier an die Oberseite dieses Aufwärtskanals dran gelaufen. Gewinn mitnehmen. Ne? Nicht mehr neu einsteigen. Ist jetzt gut gelaufen. Linde, absolut langweilig. Tendenz läuft hier seitwärts. Keine Fantasie im Augenblick drin. Lufthansa ist hier an einen Widerstand rangekommen. Kann man, wenn man mutig ist, sogar shorten. Aber wirklich nur, wenn man mutig ist. Ne? Hier 15,50 ist der Widerstand. Ich gehe nicht davon aus, dass die Lufthansa da drüber steigt. Falls doch, 17,40 Euro nächstes Kursziel. Aber vorerst denke ich mal, ist hier auch der Deckel oben drauf bei der Lufthansa. Merck, zuletzt ein bisschen nach oben gelaufen, leichte relative Stärke aufgebaut. Ja, aber auch nicht richtig Fantasie im Augenblick drin. Münchener Rück schwächer als die Allianz-Aktie. Hat ein bisschen Nachholpotenzial im Augenblick noch. Aber auch hier, ja, eher Trading, aus Trading-Gesichtspunkten würde ich eher die Allianz-Aktie bevorzugen im Augenblick. ProSieben sagt Allianz,
Rebound-Kandidat, hohe Dividendenrendite. Hat jetzt hier ein paar kleinere Kaufsignale geliefert. Hat mich überrascht, Medienaktien laufen wieder ein bisschen besser. Könnte man spielen, ja, auf der mit Richtung steigende Kurse im Augenblick. 200-Tage-Linie zieht auch langsam wieder an. Ist ein interessanter Wert. Ja. Sagen wir es mal so. Im Augenblick, ich glaube, 11,7% seit Jahresbeginn zugelegt, Platz 7 oder 8 im Performance Ranking. Läuft ganz gut. RWE für mich nach wie vor die interessante Turnaround-Story. Auch je nachdem, was man mit Innogy macht. Also eine ganz interessante Kiste. Da gab es ja zuletzt mal ein paar potenzielle Übernahmegerüchte, ist dann wieder abgeblasen worden, aber grundsätzlich ist hier RWE besser unterwegs als E.ON, und vor allem was diese ganze Restrukturierung angeht, man ist hier auch mit der Tochter weiter, das Konzept scheint besser zu sein mit der Trennung, konventionelle Energieerzeugung, Ökostromerzeugung, die Aktie eine hohe relative Stärke, ist jetzt hier so ein bisschen ein Widerstand auch reingelaufen bei 15,50, 15,70, 17 Euro. Aber wenn man so ein bisschen zocken möchte, ich würde mal noch drin bleiben. Ein paar Stücke auf jeden Fall noch drin lassen. SAP läuft nach wie vor schön nach oben. Starke Zahlen immer auch geliefert. Die Cloud, die bringt es. Starke Trend, starke Aktie. Vielleicht ein bisschen heiß gelaufen im Augenblick, aber eigentlich soweit ganz gut unterwegs. Siemens, eine weitere DAX-Schwergewicht, was am Widerstand gelaufen ist, genauso wie Allianz und BASF. 130er Marke, hier die Hochs aus 2000, 2001 jetzt angelaufen bei Siemens. Vorsicht walten lassen. Ja, auch die ist jetzt ganz gut gelaufen, da ist schon eine ganze Menge eingepreist. Da muss man jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Auch wenn der Trend hier nach oben steigt, aber langfristig sind wir jetzt hier doch an einen ziemlichen Widerstand auch dran gelaufen. ThyssenKrupp, Zyklika, tote Hose, sehe ich im Augenblick gar nichts mehr, dümpelt nur noch seitwärts. Vonovia ist natürlich, Volkswagen, Entschuldigung, leidet natürlich am stärksten unter Umständen unter einem schwächeren US-Automarkt, ne, weil die natürlich ein Massenhersteller sind. Ist hier zurückgekommen an das Ausbruchsniveau 130, 137. Gefällt mir jetzt auch nicht mehr ganz so gut. Schwierig, ehrlich gesagt. Ist hier so ein bisschen unterstützbar, 130 bis 137 Euro. 200-Tage-Linie und Serie steigender Hochpunkte spricht eigentlich für ein Schnäppchen. Fundamental sieht es jetzt nicht mehr ganz so gut aus wegen dem US-Automarkt. Ein bisschen risikoreich im Augenblick. Ne? Spekulativste Turnaround-Story. Vonovia, ein Play auf die Zinsen, steigt natürlich im Augenblick an. Ne? Mit den rückläufigen Zinsen, die wir jetzt im Augenblick sehen, davon profitieren natürlich die Hausbauer sehr stark. Schöner Ausbruch, den wir hier gesehen haben, könnte man spielen, wenn man hier mit fallenden Zinsen das erwartet und davon profitieren möchte, der Trend langfristig gerichtet nach aufwärts. Ganz klar. Ja, das waren alle DAX-Aktien gewesen. Mal eben in knapp einer Viertelstunde durch. Ich denke, da war alles dabei gewesen. Das ist der Ausblick dazu. Nächste Woche wollen wir uns mal so ein bisschen noch die Statistik anschauen für das zweite Quartal bei den DAX-Aktien. Die habe ich noch gemacht, die Auswertung. Was haben wir noch? Ich habe eine kleine Risk-Off-Ampel mal eingeführt, eine Risiko-Ampel. Sie fasst das Webinar noch mal kurz zusammen, so als kleine Neuerung mit dabei. DAX im Augenblick noch tendenziell positiv, neutral bis Risk-On, was wir hier sehen. In den USA nicht mehr, eher Risk-Off-Stimmung, bis neutral noch leicht ausgerichtet. Der Trend kurzfristig gesehen seitwärts. Das hatten wir durchgegangen. US-Dollar-Japanischer Yen im Augenblick negativ, bedeutet Risk-Off-Trade. Bund Future, zuletzt steigende Tendenz, also hier positiv, Risk-Off insgesamt, also Risiko wird rausgenommen aus dem Markt. Gold, Positiventwicklung, potenzielles Kaufsignal könnte bald folgen, bedeutet auch Risk-Off-Stimmung am Finanzmarkt. Und hier noch die Unterstützung und Widerstände für die wichtigsten Indizes. ATX habe ich noch weiter drin gelassen, konsolidiert im Augenblick seitwärts. Wie gesagt, ganz spannend hier natürlich die Geschichte beim Goldpreis in Höhe der 200-Tage-Linie. Darauf auf jeden Fall jetzt mal achten. DAX, wie gesagt, schnuppert so ein bisschen am Rekordhoch. Ob da jetzt wirklich was passieren wird, mal abwarten. Wie gesagt, es ist nicht so wichtig, ob er das Rekordhoch rausnimmt. Das ist nur für die Geschichtsbücher wichtig. Insgesamt muss hier vor allen Dingen müssen die US-Indizes mitspielen. Ne? Und ich gehe davon aus, angesichts der zahlreichen Termine, die wir vor allen Dingen Ende April sehen, dass man hier etwas vorsichtig jetzt walten wird.
und vorsichtiger agieren wird auch. Denn irgendwann haben auch, und das sieht man jetzt schon an den Aufschlägen, die europäischen Aktienmärkte ihr Aufschlagpotenzial dann oder ihr Nachholpotenzial auch ausgeschöpft. Jo, das ist das Wort zum Dienstag gewesen. Wir haben hier gerade in Frankfurt einen schönen Sonnenuntergang. Falls ihr den auch noch bei euch habt, wünsche ich euch einen schönen Abend und würde mich freuen, dann wieder bis zur nächsten Woche. Wie gesagt, ja, schickt mir Fragen, falls ihr was habt, fgwenner@chartanalysen-online.de oder über Twitter, wie auch immer, kann man mich erreichen. Und ansonsten wünsche ich euch eine erfolgreiche Handelswoche und bis zur nächsten Woche wieder. Ciao, ciao.